Migration ist keine Einbahnstraße, weder für die Gesellschaft noch für den Einzelnen. Ich sage, mag Sie dann auch stören, wer sich freiwillig in einen anderen Kulturkreis begibt, muss wissen, dass es dort andere Spielregeln des Zusammenlebens gibt und er muss sich entscheiden, ob diese Regeln auch für ihn passen. So, und wenn sie ihm nicht passen, dann ja. Kann ich ihm nicht. Wissen Sie, ich zitiere da immer gern Herrn Abu Talib. Das ist der marokkanische Bürgermeister von Rotterdam, der gesagt hat, er diskutiert mit niemandem über die Gesetze des Landes. Wem die Gesetze nicht passen, dem hilft er beim Kofferpacken. Das ist richtig. Nein.